Prinzessin Viola die Erste. Weiter möchte auch ich hier im Publikum begrüßen. Ich möchte alle recht herzlich begrüßen, liebe Münchner, alle Anwesenden und Freunde des Faschings. Ich als gebürtiger Niederbayern freue mich, dass ich in der Landeshauptstadt München der zukünftige Faschingsprinz werden darf. Noch dazu, wo das Mimesjahr heuer ja das 60-jährige Prinzenpaar stellt, ist es mir eine besondere Ehre und Freude, da Florian der Erste als zukünftiger Faschingsprinz sein zu dürfen. Da möchte ich bitten, dass die liebliche Prinzessin noch ein paar Grußworte an euch gibt und wünsche euch einen schönen Start in den Fasching und alles Gute, bis dann. Liebe Münchner, liebe Münchnerinnen, liebe Gäste, liebe Freunde des Faschings, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier alle herzlich begrüßen kann und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe von klein auf den Traum, einmal Faschingsprinzessin zu sein und es geht Gott sei Dank jetzt endlich in Erfüllung. Und ja, ich wünsche euch allen einen fröhlichen, friedlichen und zünftigen Fasching. Eure zukünftige Prinzessin Viola die Erste der Münchner Faschingsgesellschaft in Mimesia. Vielen Dank. In Nymphenburg wünschen wir euch eine ganz tolle Faschingszeit. Viel, viel Spaß und viel, viel Kraft, die Tage zu überstehen. Ihr habt viel vor und ihr werdet viel leisten müssen. Und wir hoffen natürlich, dass das Wetter ein bisschen besser wird, dass ihr nicht so viel frieren müsst. Und falls es mal eine Stärkung sein soll. Vielen Dank. Haben wir hier eine Flasche Prosecco aus unserem Haus und für die Dame natürlich ein Blumenstrauß. Alles Gute. Danke. Für die Prinzessin. Und noch ein kleiner Gruß zum 60. Jubiläum. Auch im Namen der Sektkellerei Nymphenburg eine kleine Stärkung und falls es mal wieder regnen sollte am 11.11., dass Sie nicht im Regen stehen müssen, sondern dass Sie es trocken haben. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Gerne wieder. Also mein Name ist Thorsten Kier. Ich habe die Ehre, auch in diesem Jahr, das zweite Mal in Folge, mit 60 Jahren kann ich leider nicht mithalten, aber für das Prinzenpaar die sogenannte Residenz in der neuen Nachenzeit bereitzustellen. Also Sie beide werden sich bei uns im Merkur Hotel München in der Leopoldstraße ganz einfach für die gesamte Zeit ausruhen von den wahrscheinlich sehr, sehr hektischen Veranstaltungen und den gewissen Ausgleich dazu bieten. Ich wünsche nicht nur dem Prinzenpaar, sondern auch der Mimesia zum 60. Geburtstag alles Gute, dem Prinzenpaar viel Durchhaltevermögen, viel Humor, ein dickes Fell, vor allem bei diesen Außentemperaturen und viel Erfolg. Danke.